Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr an diesem Samstag, den 30. November 2019, live reingeklickt habt. Für euch ist das Ganze live, aber wir haben das natürlich aufgezeichnet, denn ich sitze hier direkt neben euch und ihr könnt hier im Live-Chat mit mir reden. Das ist meine entzückende Frau Rebecca. Hi. Sag mal was. Oh. Und gleichzeitig sitze ich, während ihr das schaut, ebenfalls vorm PC und ja, kann mit euch reden. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut einfach in die Tasten. Ich beantworte das, soweit ich das kann. Was nicht geht, ihr könnt mir keine Fragen stellen oder sagen, jetzt mach doch mal dies, mach doch mal das. Dieses Video ist eine Aufzeichnung. So, und was packen wir heute aus? Was Großes! Wir packen was Großes aus und zwar etwas ganz Besonderes, nämlich das Modell der Serenity aus der gleichnamigen Kultserie von Joss Whedon. Josh. Er wird J-O-S-S geschrieben. Wie spricht man das aus? Joss Whedon? Ich weiß es nicht. Vielleicht Josh Whedon. Immer Josh Whedon. Wird der nicht, ja, das klingt ja eigentlich auch logischer. Ne? Nee, vor allen Dingen bei Big Bang wird er die ganze Zeit mit Josh Whedon angesprochen. Tja. Vielleicht liegen die falsch, vielleicht liegen wir falsch. Wir wissen es an dieser Stelle nicht Mr. genau. Whedon. Ja, wenn Sie das sehen. Genau. Und um welche Kultserie geht es? Natürlich Buffy im Bann der Dämonen. Nein, ist aber auch von ihm. Wusstest du das? Nein, wusstest du nicht. Nein, ist auch von ihm. Oh, okay, genau. Cool. Da gab es zuerst den Film. Der großer war, Kultfaktor. Genau. Zuerst gab es den Buffy-Film, der war... sorry, aber hatte Luke Perry. Ja, toll. Ja, das war schön. Dann kam die Serie. Halt, warte mal. War doch, dem, ja. Ja, aber war in dem Film nicht auch der Holländer? Ja, Rutger Hauer, genau. Da reden wir jetzt aber nicht drüber. So, genau. Danach kam dann die Fernsehserie, die war ein Mega-Erfolg im Gegensatz zum Film. Inklusive und, einer Zweitserie. Ja, Buffy und Angel. Angel, genau. Richtig. Und später im Jahr 2002 kam dann eine weitere TV-Serie, eine Science-Fiction-Western-Abenteuer-Serie. Unheimlich cool und um die geht es heute auch, das ist die Serie Firefly. Die wurde bereits nach einer Staffel wieder eingestellt. Warum, weiß kein Mensch und es wird bis heute harsch kritisiert, auch von mir an dieser Stelle. Ja, einfach super coole Serie. Die gab es auch schon auf DVD, auf Blu-ray. Das heißt, es ist jetzt keine Erstveröffentlichung, die wir hier auspacken, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Joss Whedon hat dann anschließend noch einen Film fürs Kino produziert. Der war im Gegensatz zu Buffy, also da ging es andersrum, der war nicht so toll. Aber wie auch immer, 20th Century Fox hat die Rechte an Firefly und 20th Century Fox gehört jetzt Disney. Disney geht jetzt mit Disney Plus an den Start und wer weiß, vielleicht wird die Serie ja fortgesetzt, ja? Die Glühwürmchen sind jetzt alle Disney-Prinzen und Prinzessinnen. Ihr wisst ja, wie heißt das? Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, jetzt kommt aber am 5. Dezember das raus, worauf ihr alle wartet, dass ich es endlich auspacke, nämlich der Film im... Oh, der Film, Unsinn, die Serie, der Film ist leider nicht dabei. Die Serie Firefly im Mediabook. Und das Schöne dabei ist, das ist ja nicht nur das Mediabook, sondern auch noch ein Modell der Serenity, des Transportschiffes, um das es in der Serie Firefly geht. Ist ein Transportschiff der Firefly-Klasse und ja, das Ganze kostet 300 Euro. Das ist natürlich eine ganze Stange Geld und da fragen sich natürlich zu Recht einige, lohnt sich das denn überhaupt? Und als ich das Paket gesehen habe, dachte ich, achso, das ist ja gar nicht so ein Unsinn. Und als ich das Paket dann gesehen habe, dachte ich, ja, möglicherweise lohnt es sich, ja. Das ist es. Hier ist sie drin, die Firefly. Ja, und schwer ist das Ding. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist also, was wiegt das? Wir haben das gewogen? Nee, haben wir nicht gewogen, aber steht drauf. Hier steht, glaube ich, 6 oder 8 Kilo. 6 oder 8 Kilo, einigen wir uns auf 7. Ja, irgendwas dazwischen. Ja, es ist auf jeden Fall, es hat ordentliches Gewicht. So, das hier ist jetzt die Umverpackung. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ja genau, halten wir mal zu zweit fest, haben wir hier sogar schon die Limitierungsnummer drauf. In meinem Fall keine Limitierungsnummer. Das Ganze ist auf 1500 Stück limitiert weltweit. Das heißt, wenn ihr eins haben wollt, ja, nächste Woche kommt es in den Handel pünktlich zu Nikolaus, dann müsst ihr jetzt eins bestellen, denn ich vermute... Große Strümpfe stricken. Ja, denn ich vermute, dass dieses Modell
sehr schnell ausverkauft sein wird. Und wenn es erstmal ausverkauft ist, dann geht der Preis für dieses Ding mit Sicherheit in die Höhe. So, wir sehen fragil. Ja, ich habe früher mal gedacht, da wären Fregels drin. Fragil, agil steht hier nur noch. Agil. Ja. Okay. Auf der anderen Seite steht auf der anderen fragile Seite fragile. Da sind dann leider auch schon fragile ein paar. Fragil, Fregel. Das heißt, das ist zerbrechlich. Ja. Leider konnte so mancher Postbote das nicht lesen. Ja, denn wie der Karton aussieht, ja. Ich meine, gut, der wurde erstmal in die Blu-ray-Disc-Zentrale geschickt, da geöffnet, dann wurde geguckt, alles in Ordnung, was ich störe, langweilig dich, langweilig euch, mit Sicherheit, das schreibt der schon, pack aus, pack aus, pack aus. Ich kann in die Zukunft sehen. Ja, deswegen warten wir auch gar nicht mehr lange, sondern nehmen das Messer. So, es war schon mal ausgepackt, ich packe es jetzt nochmal aus. Aber trotzdem ist dieser Karton arg mitgenommen. Das bedeutet, also der Postbote ist nicht so damit umgegangen, wie es wünschenswert gewesen wäre. Ja, weiß ich schon. So, was sehen wir hier? Zunächst mal, ja, ich muss demnächst wieder zum Zahnarzt, dann kriegt er auch diese Noppen hier rein, wenn er. Genau, damit nichts an den Karton drankommt. Ich meine natürlich nicht diesen Karton, denn hier ist noch ein weiterer Karton drin. Mhm. Und diesen Karton holen wir jetzt zu zweit raus. Eins, zwei. Halt, das krieg ich so nicht. Da sind keine. Weißt du was, wir stellen das Ding jetzt erstmal auf den Boden. Nee, warte, ich nehme es raus. So, nimm, zieh hoch. Ja. Ah. Ich will so. Da haben wir es. So schaut der Karton aus. Die Firefly. Hoppa. Ich hab's nicht, ich hab's nicht. Ja, so. Ich aber. So, wir haben auf dem Karton außen, haben wir, da sehen wir, was drin ist, ja. Einmal das Mediabook und dann das Modell der Serenity und hier inklusive großer Karte des Universums. Falls ihr selbst mal im All unterwegs seid, dann könnt euch nicht mehr verfliegen, ja. Wobei, solange wir nicht mit der, wer war es, die Enterprise, ist da hier, Captain Janeway, erster Flug und schon verflogen. Und da haben sie dann, ich weiß nicht, wie viele Staffeln draus gebastelt. So, dann haben wir hier unten auch noch den FSK-Flatschen drauf. Da, und war hier noch einer. Nee, das ist nur hier auf dem Mediabook. So, ups. Ja, doch. Habe ich jetzt was verpasst? Alles richtig. So, schaut der Karton aus, ja. Hier haben wir auch nochmal die Serenity. Und auf der, ich nehme an, das ist die Vorderseite. Haben wir hier ist der Flatschen da. Hier ist der FSK-Flatschen. Ja, wenn ihr das im Supermarkt stehen seht, ja, der ist aufgedruckt. Der ist aufgedruckt. Nicht piddeln. Könnt ihr, ja, nicht so. Dann haben wir hier ein schönes, ja, schwarz-weiß ist das nicht, das Sepia. Ja. Du kennst dich da besser aus, Farbenlehre, ne? Für mich gibt es nur schwarz-weiß und bunt. Und ein Bild der Serenity nochmal. Aber jetzt geht es natürlich drum. Wie ist das Ganze hier drin? So, hier haben wir so alte Noppen, die schieben wir mal zur Seite. Dann machen wir es auf. Und dann holen wir. Ist das geil? Das ist fast so gut, wie wenn man mit Nägeln über eine Kiefer. Mit Nägeln. Ah, Krampf. Mit Nägeln über eine Schiefertafel klopft, kratzt. Ein Styropor. Karton. Karton im Karton im Karton. Das ist jetzt der dritte Karton. Greta Freuds. Vorsicht! Oh. So. Da liegt noch was drin. Ja. So, den Karton tun wir jetzt auch mal weg. So, meine Lieben, ich packe das einfach mal aus. So, da ist die Karte des Universums. Ja, so. You are here. Keine Ahnung. Ja, was haben wir denn hier? Ich schau mal. Also so schaut sie aus, die Karte des Universums, weiße Sonne, rote Sonne, Kalidasa, Georgia, blaue Sonne, ja, und hier ist halt alles drauf, ja, und auf der Rückseite ist weiß, ja, für Notizen. Das lag, ja, was weiß ich? Ist ein Quatschkopf. Ja, das ist aber überhaupt nichts Neues. So, dann haben wir das Mediabook, tu es nochmal rein. Oh. So, das war nämlich hier in so einer Aussparung drin. Ja, ganz. Ja. So. Und weil ihr es jetzt kaum erwarten könnt, zu sehen, wie die Serenity aussieht, ja, gucken wir uns jetzt erstmal das Mediabook an. So, und hier ist es, das Mediabook
Firefly mit der kompletten Serie drin. Wir haben hier vorne das FSK-Siegel auf der Einschweißfolie. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, es macht das Mediabook nicht kaputt. Ich packe das auch schon mal aus, weil ihr könnt es ja vermutlich kaum erwarten, ja? Obwohl, ich denke, das Mediabook ist gar nicht so sehr von Interesse für euch. Trotzdem, wir machen es ja ein bisschen spannender. So, hier vorne haben wir diese chinesischen Schriftzeichen. In der Serie ist ja auch immer wieder, wird auch immer wieder Chinesisch gesprochen. Und auch auf der Anzeigetafel haben wir immer wieder mal chinesische Zeichen. Und das ist genau wie der Titel der Serie so, so Hochglanz aufgetragen, sage ich mal. Es hebt sich kaum ab, aber es hat halt diesen Glanzeffekt. Genau wie die Serenity vorne drauf ebenfalls. Und hier steht es auch Collectors Edition. Auf der Seite steht auch ganz einfach, simpel, nur Firefly. Das Ganze hat Lederoptik, sieht aus wie so ein Lederbuch. Ist es natürlich nicht und es fühlt sich auch nicht so an. So, hinten drauf haben wir dann die Hinweise. Find a crew, find a job. Keep Flying, die komplette Serie, created by Joss Whedon oder Josh Whedon, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier eine Zusammenfassung, hier hinten wieder mit so Hochglanzfinish und hier unten haben wir die ganzen Produktinformationen. Hier die Full Frame, natürlich 16:9 und wir haben niederländische, spanische und englische Untertitel, keine deutschen, finde ich jetzt etwas merkwürdig. Wir haben deutschen 5.1 DTS-Ton. DTS HD Master haben wir nur im Englischen, aber naja, gut, kennen wir ja schon, leider. Aber ich denke, da kann man trotzdem mit leben. So, das Ganze hat eine Laufzeit von 665 Minuten, ja, pro Episode 42 Minuten. Das heißt, so ganz stimmt das jetzt nicht, aber es ist schon mal eine schöne Übersicht. So, jetzt packen wir es mal aus oder machen es mal auf. Und hier vorne auf der Innenseite liegt die CD Nummer 1 oder Blu-ray Nummer 1. Und wir haben auch einen schwarz-weiß Innendruck. Das Buchteil, wir sehen das hier schon, ist vernäht. Das ist selten und das ist auf jeden Fall schon mal richtig cool. Hier haben wir einen Episodenindex und richtig cool gemacht. Hier haben wir, das sind Charakterprofile, Steckbriefe quasi. Ja, hier ein Baldwin ist es doch, ja. Jane Cobb und die ganzen, die Crew der Serenity, hier er auch super geil, ja. Washburn, super cool, das ist klasse. Klasse. Ich finde, diese Serie ist aber auch Hammer. Wer sie nicht kennt, ja, schaut es euch an. Ach, und hier ist das Liebchen von Deadpool, ja, ganz kurz noch. Sie spielt hier eine, ja, ich sag mal so, das gleiche, was sie auch bei Deadpool spielt. So, und hier haben wir, wie heißt es, Summer Glow, die war auch bei Big Bang Theory dabei als sie selbst. Und hier sehen wir auch, wie schön das Ganze vernäht ist. Das heißt, das ist also qualitativ richtig gut gemacht. Ja, neben den Steckbriefen, da kommen wir jetzt gleich, denke ich mal, auch noch zu, genau hier, der wilde Weltraum. Das war der wilde Weltraum. Hier haben wir noch einen informativen Text. Ich sage jetzt einfach mal, das ist informativ. Ob es wirklich informativ ist, müsst ihr selber entscheiden, beziehungsweise ich kann es ja noch, ich habe es ja noch nicht gelesen. Ich habe es ja gerade erst ausgepackt für euch. Hier haben wir also Szenebilder, jede Menge Text auch. Das ist also jetzt nicht einfach nur so ein Fotobuch, sondern es ist auch sehr informativ. Hier haben wir dann auch noch ein paar Hintergrundinformationen, warum die Serie abgesetzt wurde und so weiter und so fort. Wobei die Fans können das bis heute nicht verstehen. Und insgesamt 36 Seiten hat das Buch, ist schon mal eine schöne Sache. Und hinten auf der Rückseite haben wir Disc 2 und 3. Und auch hier haben wir wieder einen schwarz-weiß Innendruck. Und wenn wir das hochklappen, dann haben wir ein durchgängiges Motiv. Das ist der Hangar der Serenity. Und jetzt denke ich mal, wird es langsam Zeit, dass wir uns mal
die Serenity selbst angucken will. Dafür seid ihr ja schließlich hier. So, an diesem Mediabook jetzt kleiner Kritikpunkt. Das Einzige, was mich hier stört, ist, dass auf die Rückseite dieser Text draufgedrückt worden ist. Das finde ich nicht ganz optimal. Da hätte man auch ein Einlageblatt. Aber das ist bisher das einzige Manko, das ich finden kann. Und eigentlich ist es ja gar kein Manko. Es ist nur etwas, was mich persönlich nicht so ganz zufrieden stimmt. So, schön, ne? Interessant, coole Sache. Was mich ein bisschen stört, ist, dass der Film nicht dabei ist. Hätte man ja auch noch reinpacken können, oder? Ich sag mal, für 300 Euro. Der Vollständigkeit doch, halber, obwohl du eben über den Film was anderes gesagt hast. Ja gut, aber gehört ja dazu. Ja. Ich muss jetzt auch mal sagen, nicht alle Folgen dieser Serie sind wirklich gut. Muss ich sagen. Die meisten, ja, sind ein paar hervorragende Folgen drin. Im Allgemeinen finde ich die Serie super, aber nicht alle Folgen sind gut. So, ich mache jetzt hier mit chirurgischer Präzision die... Schneid mir nur nicht in die Decke, ne? Ja, was legst du auch dein Septeng hier aus? Geil, ne? Das macht mich richtig an. So, und jetzt legen wir den Karton hin und schauen mal, was drin ist. So ein bisschen wie der Heilige Gral. Ah, schaut euch das an. Hier haben wir die Bodenplatte. Ist das geil. Und das hier ist vermutlich ein Aufsteller oder was. Aber ich hoffe, hier fehlt nichts. Naja, hier ist, ne, hier ist keine Ahnung. Nee, ich denke, das ist einfach nur, hier muss ja auch ein bisschen Platz gehalten werden. Mhm. Hier sind noch Sachen. Aber das Wichtigste ist die Serenity. Und die nehmen wir uns jetzt mal richtig schön vor. Ich glaube, die hat ein echtes Gewicht, oder? Ja, die hat nicht nur ein echtes Gewicht. Die scheint auch aus, ich weiß nicht, was das ist. Das ist auf jeden Fall... Titanium. Titanium. Das ist hammergeil. Das ist richtig geil. Also ihr seht das hier ja ganz, ganz detailliert. Richtig toll. Ich weiß gar nicht, ob die im Film überhaupt so viel Details hat oder in der Serie. Also das ist ein Mörderteil. Richtig geil. Also ich bin, oh, ich möchte fast sagen, ich bin jetzt ein bisschen feucht. Ein ganz kleines bisschen. Toll. Also geil. Ein Mörderteil. Wirklich richtig cool. Ich glaube, die Augsburger Puppenkiste kommt weg. Ja, das ist ja fast das Gleiche. Wie kannst du es wagen? Ja. Vom Platz her, Mann. Ja, wir müssen mal schauen, wo wir die hinstellen. Aber das ist auf jeden Fall, die kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Jetzt schauen wir uns das mal von unten an hier auch. Ja? Ich sehe mich schon. Also das basteln. Ist, na, hier muss sie nicht viel basteln. Ich glaube nicht, dass sie hier viel basteln muss. Also das ist richtig klasse. Das ist richtig geil. Boah. Aber ihr seht das ja auch selber. So, wenn du mal so freundlich wärst, mir das abzunehmen. Und dann nehmen wir nämlich mal hier die Bodenplatte raus, wo die draufgestellt wird. Boah, ist das ein Klumpen hier. Das, ja, das da. Oh. Scheiße. Boah, schaut euch das an. Das ist, das wiegt bestimmt 3 Kilo, das Ding hier. Meine, boah. Das ist... Auch hier, boah, ich krieg das kaum gehalten, das ist richtig geil. Also das hier ist wirklich, das ist so eine Landebucht und hier haben wir auch diese ganzen Container zum Einladen. Das ist so detailliert, das ist so toll. Also hier, da muss ich sagen, ich habe ja auch gesagt, 300 Euro, ne? Das ist ja nun eine Ansage, wo man sagt, boah, also da will ich aber auch was für kriegen. Und das hier, also ganz im Ernst, das ist richtig hammer. Geil, das ist also, wer das unterm Weihnachtsbaum liegen hat. Guck mal, deine Nummer ist weggemacht worden. Ja, das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass das hier ja ein Testmuster ist, also beziehungsweise zum Zeigen, ja, auf 1500 Stück limitiert. Bei mir steht keine Nummer drauf, weil ich habe das ja gesponsert gekriegt, um euch das hier schon vorab zu zeigen. Und deswegen ist da, es ist halt nicht Teil der Limitierung. Ja, das heißt, was mir auch ganz besonders gut gefällt, sind hier die Antikratznoppen. Ja, damit man es auch schön auf den Tisch stellen kann, ohne dass es putt geht. Ganz so, genau. Und was haben wir hier noch? Wir haben ja hier noch mehr. So, ich stelle das jetzt erstmal hier hin. Bitte so, schön. Da sind dann noch, was ist das? Da. Eben, das meine ich. Ich sehe mich schon. Ach, nee. Das sind so, ja, wer es weiß, kann es mir gerne sagen. Ich nehme an, das sind... Du machst das jetzt nicht gerade kaputt, oder? Nein, nein, das ist hier, das lag so.
袋子拿出来，袋子。So, dann haben wir hier vorne noch einen Aufsteller. Auch schwer. Das Ding ist auch richtig schwer. Das ist ja auch magnetisch hier. Das ist cool. Zack, das ist also richtig geil. Und das bedeutet ja auf der anderen Seite, wenn das magnetisch ist, ja, dann ist es aus Metall. Ja. Ja. Hier, das ist voll witzig. Hier, ich versuche das hier jetzt mal gerade eben, geh mal weg da, da hier so rein und das passt nicht. Das flupst da so raus, so. Ups. Ja, das ist Magnete, ja. Ja, die haben eine Plus- und eine Minusseite. Ja, ja. Und wenn du, die stoßen sich dann ab. Ist schon klar, aber... So, das hier ist auch ein toller Kühlschrankmagnet. Zack, den kann man dann an den Kühlschrank oder halt davor stellen. Auch richtig cool. So, und dann haben wir hier oben noch eine Tasse, oder was ist das? Ja, ich weiß. Ja, ich dummer... Otto, das ist der Antrieb. Er ist immer so gut vorbereitet. Ich glaube, das ist der Antrieb, ja. Genau, das gehört hinten dran. So, das ist also auch noch ein Teil, das hinten an die Serenity angebracht wird. Und ich gehe mal davon aus, auch das ist magnetisch. So, wenn ich die Serenity gerade mal haben dürfte, mein lieber Schatz. Ja, gleich. Ich bin jetzt... Sie ist noch am Basteln. Dann zeige ich euch nochmal. Ich glaube, das ist der Antrieb, ja. Wer es weiß, ihr könnt das... Gerne in die Kommentare reinschreiben. Wo ich mich komplett blamiere, mache ich mal die ganzen Dinger hier ab. So, nee, ich glaube nicht, dass du dich blamierst. So, ja. Die Serenity stellen wir jetzt mal hier drauf. Die hat nämlich hier auch diese Einfassung. Auch die ist magnetisch, aber wahrscheinlich nur in eine Richtung. So, ja, so. Da hält sie. Und das kommt hier hinten dran. Das ist nämlich der Popo. Und ja, so... Schaut sie dann aus. Ja. Die Serenity. Die sind, wie gesagt, noch diese kleinen Teile und die passen hier dran. Dann macht das Flups und dann sind die da drin. Ah, und hier sind noch ein paar Teile. Was haben wir denn da? Das sind, das sieht aus wie das, was man bei Revell wegschneidet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vier Stück sind das. Also, wer es weiß, schreibt es uns bitte. Nicht ganz optimal gelöst ist, dass hier diese ganzen Einzelteile ohne große Erklärung mit drin sind. Aber ich sag mal so... Noch mehr! Du bist... Ja, immer schön zu sehen, wie begeisterungsfähig meine Frau ist. Ja! Ja, die kommen hier unten hin, weil die halten die Serenity an Ort und Stelle. Das sind also quasi... Hier die, ja, die Landestelzen, sag ich jetzt einfach mal, Landestelzen. So, und dann haben wir hier noch, ich weiß nicht, ist das eine Hupe? Vielleicht eine Hupe. Meine Frau, was könnte das sein? Ist das eine Hupe?
Oder ein, das hier sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie so ein, so eine Satellitenschüssel. Und da würde ich doch mal vermuten, die gehört hier oben irgendwo hin. Ist jetzt aber auch egal. Also dieses ganze Kleinzeug. Das könnten aber auch Waffen sein. Nein. Obwohl die dafür da habe ich drauf gewartet, dass du das sagst. Denn, ja, jetzt kommt wieder der kleine Klugscheißer. Das ist ein Transportschiff und Transportschiffe sind nicht bewaffnet. Wie die Nostromo, genau. Ah. Die haben da ganz andere Probleme. Darum auch der Style, das dieses Fluggerät erinnert mich auch sehr an die Nostromo. Obwohl das hier doch sehr an Waffen erinnert. Ja. Ja, also ich meine jedenfalls in einer Folge, ziemlich am Anfang, wird gesagt, vom Style her nicht, ne? Wird gesagt, dass Transportschiffe nicht bewaffnet sind. Ich weiß jetzt nicht, ob man die später aufgerüstet hat. Ich habe die Serie, wie gesagt, seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. So ganz im Kopf hatte ich die nicht. Genau, dann haben wir. Das kann man da vorstellen. Das steht auch auf dem Karton davor. Da haben wir hier also nochmal diese, ja, diesen Aufsteller und klack, einen Kühlschrankmagneten. Den könnt ihr an den Kühlschrank machen und da dann die Zeugnisse der Kinder aufhängen oder Bilder von euch, wie ihr aussaht, als ihr 20 wart, damit ihr nachts nicht an den Kühlschrank geht. Obwohl bei mir funktioniert das auch nicht. So, zack, zieht sich rein, ne? Genau. Ganz toll. Super. Ja, also das ist es, das Modell. Wo ist das andere davon? Das habe ich hier. Hier kannst du mal, hier sind sie alle. Wo hast du das denn jetzt hingetan? Da vorne, da wo es hingehört. Achso, hier vorne, ja. Genau. Ja, natürlich, ja, ist doch klar, dass das dahin gehört. Hier ist aber noch eine. Jetzt ja, dafür man... sind die Kleinen. Ach, die Kleinen, da sind das vielleicht auch so eine Art Schutzschilde. Ja, eben. Ja. Sollte es... Kann doch sein. Ja. Okay. Ja, genau, schmeiß weg. Ach. So, also, bitte. Wir sind live auf Tape. Ja. Das ist sie also, die Serenity als Teil... der Firefly, wie nennt sich das Ganze, Collectors Edition, limitiert auf 1500 Stück, erhältlich ab dem 5. Dezember 2019 und ich vermute mal nicht nur ab, sondern auch bis, denn... da muss noch ein Loch sein, das muss da rein. Das hast du gestern Abend auch gesagt. Muss jetzt einfach sein. Nee, da ist gar kein Loch mehr. So, dann ist es wohl richtig. So, dann. Wow. Ja, und hier seht ihr, wie detailliert das alles ist. Das ist ein Modell der absoluten Luxusklasse, muss man sagen. Das Ding hat ein ordentliches Gewicht. Das Ding ist so detailliert. Sag nicht das Ding. Das Ding, ja, die Serenity ist so detailliert. Hier sind diese, ja, ich nehme an, Reflektorschirme oder was auch immer das ist. Ich weiß es nicht genau. Und ja, das sind quasi 3 Einzelteile. Hier ist zusammengebaut. Aber wenn ihr euch das anseht, das ist der absolute Burner. 300 Euro beziehungsweise 299,99 € sind natürlich eine ordentliche Stange Geld, keine Frage. Aber ich sag mal, für Sammler und für Sondereditionsliebhaber ist das hier jeden einzelnen Cent wert. So, ich gehe jetzt auch mal hier rum, dann könnt ihr euch das nochmal von der anderen Seite angucken oder einfach mal so von oben. Das ist echt ein Hammer. Geiles Teil. Eine Edition, die der Serie mehr als gerecht wird. Hier dann diese, es sind diese ganzen Kleinigkeiten, die mich faszinieren. Es ist einfach großartig. So, und dann haben wir hier unten dieses Schubfach. Ja, da passt. So, erstmal muss man das Band rausnehmen. Ja, und dann halten wir das mal, legen wir hier vielleicht einfach mal drüber. Dann kann man das Mediabook hier so reinschieben. So, und dann guckt hier immer noch diese Schnur raus und damit kann man das problemlos wieder rausziehen. Ganz sexy. Ganz, ganz toll. Und dann haben wir noch den Kühlschrankmagneten, den hast du da hinten. Ja, den stellt man. Den kann man entweder so davor stellen oder so hier hin. Ja, auf jeden Fall. Das hier ist ein super geiles Teil. So, das war's. Unser Live-Unboxing live on tape. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann schreibt uns das gerne anschließend unten in die Kommentare. Der Live-Chat endet jetzt ebenfalls, aber dieses Video bleibt nach wie vor online und ihr könnt auch weiter unten drunter kommentieren, wenn ihr das möchtet.
Und ansonsten... Und auch Fragen stellen und sowas. Ja, genau. Und die beantworte ich dann, wenn ich die Fragen sehe. So wie ich das eigentlich immer mache. Wir bedanken uns sehr herzlich bei 20th Century Fox für die zur Verfügungstellung dieses tollen Modells. Wir bedanken uns bei Blu-ray-Disc.de, wobei die haben eigentlich mehr zu danken. Quatsch, Unsinn. Für die tolle Zusammenarbeit. Und ja, wir bedanken uns natürlich bei euch, dass ihr mitgeguckt habt, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, auch wenn es zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen holprig gegangen ist. Ich weiß ja, ich rede gerne um den heißen Brei rum. Ja, und jetzt gehen nach und nach vermutlich die Zuschauer raus. Und das machen wir jetzt auch. Also deswegen abschalten. Ja, genau, also abschalten. Ja. Samstag, geht mal raus, heute genau. Abend ist Kirche. Und, die Weihnachtsmärkte sind offen. Die Weihnachtsmärkte sind offen, jetzt einen schönen Kinderpunsch mit rum, das wär's. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, euer Michael Speyer, Be Blue, see you!